Madame Reding, CSV hat das beste Resultat aus einer Geschichte gemacht, gestern dir, die Georges Spohr und Frank Engel, die hat large mehr Stimmen wie bei den Wahlen 2009. Die sind die erst gewählt am Land. Und kann ich da sagen, dass CSV alles richtig gemacht hat? Bei CSV hat die heutige Wahl in Holamain gewonnen, wie du gesagt hast, das ist ein historisches Resultat. Wir hatten auch bei einer Europawahl nicht so viele Prozente. Und das auch, was die Einzelstimmen anbelangt, ein historisches Resultat für CSV. Das ist ein ganz festes Signal von den Wählern. Die Wähler hätten gerne eine solide Politik, eine seriöse Politik, eine Politik, wo sie weiß, wo sie herkommt, aber wo sie hin will. Und das wird sie ausgedrückt an ihrem Resultat. Wie groß meint ihr, dass Heide Juncker Effekt hat an diesem Succes? Denn Herr Juncker hat ja ganz klar, ganz deutlich gesagt, dass er nicht gehen kann, dann Wähler gehen, für die Wähler nicht unzuschmieren. Er hat ja keine Matt gehen, dann hat er einen feierten Sitz Haut gehabt. Er hat nicht gesagt, nein, ich gehe nicht Matt, weil ich will nicht an das Europaparlament gehen. Ich will Präsident gehen von der Europäischen Kommission. Das war eine offene Haltung. Und trotzdem nicht Matt gehen als Hund Wähler. Als stark unterstützt. Gibt es aber auch so, dass die Leute CSV unterstützt tun, weil sie auch wollen, dass den Herr Juncker Kommissionspräsident geht? Selbstverständlich wollen die Leute, dass der Herr Juncker Kommissionspräsident geht. Aber sie haben aber nicht nur du wenigst CSV gewählt. Ich meine, kürzlich der Gerd gesagt, dass die Leute wirklich massiv wollten, dass CSV soll die Europapolitik von Lützburg bestimmen soll. Mhm. Mam, Herr Juncker. Da haben die anderen Parteien relativ schlecht aufgeschnitten, unter dem Motto, SAP hat viel verloren. Gebt ihr das als ein nationaler Retourkutsch verstehen, für das, was nur am 20. Oktober geschieht? Es steht mir noch nicht, um die Resultate von den anderen zu kommentieren. Ich stelle aber just fest, dass eine Regierung, die wie sie sich gebildet hat, 48% am Land hat, nur nach 41% hat. Ich könnte mir vorstellen, dass dann die Parteigremien sich zusammensetzen und aufhängen, zu überlegen, für was das so ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Sozialisten, ich komme ja aus dem Süden, ich kenne die Partei relativ gut, dass dann diese Werte vorstellen, mit denen 11%, ob das nicht aber ein Entdeckung ist von der Population, von den Wählern, und ob das nicht vielleicht etwas mit einer gewissen Politik, die an der Regierung gemerkt zu tun hat. Die wechselt ihre Kommissärsposten mit dem Posten von einem EU-Parlamentarier, der dir auch nicht ein bisschen lädt, dass er Zeit als Kommissärin rüber ist. Oh, ich werde ganz gerne nach Führung gefahren als Kommissär. Ich kann in Ehle zu Beuer an der Kommission sitzen. Für mich wäre es immer wichtig, dass Stärke zu Beuer an der Kommission sitzt. Und dafür bin ich ganz beruhigt, wenn Jean-Claude Juncker Kommissionspräsident geht, dass dann den Lützebäuer Posten an der Kommission. Und ich werde seine Politik so stark wie ich kann am Europaparlament mit den Alliierten unterstützen. Wäre die Präsidentschaft vom EU-Parlament eine Option für euch? Alles ist eine Option. Wir gucken mal, wenn ein Lützebäuer Präsident geht von der europäischen Regierung, also es kaum möglich, dass nach einer Lützebäuer einen Posten auf Top-Niveau kriegen. Was bedeutet dieser Succes bei den Europawahlen nationalpolitisch für CSV insgesamt? CSV ist gestärkt, nachdem sie ja Schwierigkeiten hat an der rezenten Vergangenheit. Das heißt also ganz klaren Wählerauftrag für eine Richtpolitik zu machen, hier im Land eine Politik mit Sinn, mit Verstand, eine Politik, die als Land weiterbringt. Dass CSV auch als die Europapartei hier im Land unerkannt geht, das weist auch das Wahlresultat. Und ich meine, die Leute wissen, was sie unter CSV an ihren ideologischen, an aktiven politischen Aktionen für eine stärkere Stimme von Lützburg an Europa haben. Und in dem Sinn ist das Resultat auch zu analysieren.